Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags, Diskussionen und Analysen, kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Google Pixel Frauenbundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Schönen guten Abend, eine neue Folge aus dem FF. Ihr werdet euch sicherlich wundern. Wir haben gestern ein kleines bisschen getalkt, aber heute, aus aktuellem Anlass, sprechen wir über die Kaderaufstellung für die EM-Qualifizierung Österreich und Island. Da gibt es einige Überraschungen und vielleicht auch einige Anmerkungen von unserer Seite, wo wir glauben, was ist denn da los bei Horst Rubisch und seinem Scouting-Team? Ja, dann fangen wir doch mal an mit dem Kader. Wenn es vielleicht einige nicht wissen, ganz kurz von meiner Seite: im Tor Merle Frohms, Ann-Kathrin Berger, Stina Johannes. Abwehr Sarah Dorsun, Julia Gwynn, Katrin Henrich, Sarah Linder, Solicitas Rauch, Viviane Schulze Solano, Pia Sophie Wolter im Angriff mit Nicole Anjomi, die gestern auch ein Tor gemacht hat, Jule Brandt, Clara Bühl, Sarah Debritz, Vivian Endemann, Laura Freigang, Melissa Köstler, Sidney Lohmann, Lina Magul, Sönken Müsken, Lena Oberdorf, Lea Schüller und Elisa Senz. Das für euch, die es vielleicht nicht wissen sollten. Und darüber sprechen wir jetzt. Ja, was ist für euch die größte Überraschung, Charlotte? Ja, also die Nichtnominierung von Sophia Kleinherne und im Gegenzug dafür die Nominierung von Bibiana Schulze-Solano aus Spanien oder in Spanien spielend, halb deutsche, Vater deutsche, Mutter Baskin. Ich habe gerade noch mal nachgelesen, was dazu mal führte, dass sie Probleme hatte, da in Bilbao zu spielen, weil sie für Bilbao nicht baskisch genug war. Okay. Andreas, was war denn für dich so die größte Überraschung in dieser Kaderaufstellung? Ja, klar, die angesprochenen, von Charlotte schon angesprochenen zwei Namen, aber also Überraschung jetzt will ich nicht sagen, weil ich habe es eigentlich erwartet, aber ja, nicht gut finde ich die Nominierung von Ann-Kathrin Berger. Ich habe in den letzten Monaten, Jahren oft meine Wertschätzung für sie zum Ausdruck gebracht. Ich denke, das brauche ich nicht nochmal wiederholen, aber dass eine Spielerin, die seit 4 Monaten kein Spiel mehr bestritten hat und in ihrem Verein es nicht in den Spieltagskader schafft und nur auf der Tribüne sitzt, dass sie trotzdem immer noch in die Nationalmannschaft berufen wird und ja vermutlich auch als Nummer 2 vorgesehen ist. Sorry, bei aller Wertschätzung für Ann-Kathrin Berger, das verstehe ich nicht. Und auf der anderen Seite, ich weiß, einer unserer Zuschauer wird jetzt schon den Bleistift spitzen, wenn ich den Namen nur nenne. Auf der anderen Seite eine Mala Groß nicht nominiert wird, auch da geht mir jegliches Verständnis ab. Klar kann man sagen, Mala Groß steht hinter einer tollen Abwehr, aber 5 Gegentore in 17 Minuten. Es hat derjenige nicht den Bleistift gespitzt. Er hat 17 Gegentoren. Andreas, du warst bitte unterbrochen worden. Bitte? Du warst eingefroren. Du warst eingefroren. Was hat man denn noch gehört? Mala Groß. Gute Abwehr, dass sie eine gute Abwehr vor sich hat. Mala Groß hat sicher eine gute Abwehr vor sich, klar. Aber 5 Gegentore in 17 Spielen und ja, eine Merle Frohms oder eine Stina Johannes haben genauso eine gute Abwehr vor sich und die haben 16 bzw. 19 Gegentore bekommen. Damit will ich nicht sagen, dass jetzt die besser oder schlechter sind, aber mir fehlt einfach das Verständnis, dass eine Mala Groß wieder außen vor ist, während eine Torhüterin, die seit 4 Monaten auf der Tribüne sitzt und es nicht in den Kader schafft, berufen wird. Sorry, muss ich einfach so deutlich sagen, bei aller Wertschätzung für die Person Ann-Kathrin Berger, die ich sehr hoch schätze. Bitte nicht missverstehen. Nein, missverstehen wir nicht. Ja. Ich denke mal, ist klar und deutlich. Mala Groß ist für mich auch eine sehr gute Torhüterin. Sie ist ja auch in der Auswahl sie ist in der Auswahl Spieltag in 2 Medien und das hat auch schon was zu bedeuten. Ja. Mhm.
Und deswegen ist deine Einschätzung schon ganz richtig. Ich stehe da auch voll und ganz hinter Maler Groß. Charlotte, deine Einschätzung nur zum Torwart, nur Torhüter, bitte. Ja, da gehe ich mit dem Andreas d'accord. Also das wäre jetzt meine dritte Nichtverständnis zu dem Kader, die Torhütersituation. Und mir wird halt auch Angst und Bange, wenn ich dann dran denke, dass das Richtung Olympia geht und man dann ja auf zwei Torhüterinnen reduzieren muss. Nur noch auf Abruf eine Torhüterin und glaube vier Feldspielerinnen und dann ist zu der Kombi, vielleicht kommt Merle Groß, Merle Fromms und Ann-Kathrin Berger, dann kann ich es doppelt nicht verstehen. Aber ich weiß es nicht, was es ist. Man hat das Gefühl, dass sich gewisse Dinge fortsetzen, die auch schon bei Martina Voss-Tecklenburg an der Tagesordnung waren. Und das setzt sich irgendwie fort in meinen Augen. Ja, gut. Dann ganz kurz für mich auch zum Verständnis. Es ist Professionalität, Sentimentalität ist, glaube ich, nicht mehr gefragt. Da kann ja Horst Rubisch wahrscheinlich auch keine Rücksicht drauf nehmen. Der denkt sehr professionell und auch sein Trainerteam. Trotzdem bleibt auch für mich die große Frage, wo ist Maler Groß? Warum Ann-Kathrin Berger, die ohne Spielpraxis da in diese Spiele geht? Ich glaube aber auch, und das möchte ich noch dazu fügen, dass er diese Spiele, die jetzt anstehen, als in der Quali so mehr oder weniger als Vorbereitungsspiele sieht, Testspiele für die Olympiade, kann das denn sein? Ja, aber das ist doch Bullshit auf gut Deutsch gesagt, weil das sind die Spiele auch zur EM-Quali für die Schweiz nächstes Jahr. Ja. Ja, also du kannst dir auch da keinen Ausrutscher im Endeffekt leisten in den 6 Spielen, ja. Wenn, sei denn, man will wieder irgendeine Ehrenrunde noch drehen oder sowas, ja. Also wenn das jetzt auch das neue Fußballqualifikation für irgendwelche Meisterschaften ist der Nationalmannschaften. Also das verstehe, wer will. Also es ist Also ja ich so, nicht mehr. dass eben halt die ersten beiden kommen direkt weiter, die besten Dritten spielen eine Quali. Also da Ja. hast du viele Möglichkeiten, doch weiterzukommen. Dass das vielleicht Ja. im Hintergedanken eine Rolle spielt, weil wir haben ja gleich, wenn wir die nächsten Positionen durchgehen, noch mehr Überraschung. Und das deutet für mich da irgendwie darauf hin, dass man vielleicht doch ein bisschen noch testen will. Sind wir mit der Torhüterfrage, sind wir soweit klar? Möchte keinen abschneiden. Ja. Okay, dann kommen wir zur Abwehr. Da haben wir jetzt die Sarah Dorsun und Julia Gwynn, die Katrin Henrich, Sarah Linder, Felicitas Rauch, die Viviane Schulze-Solano und die Sophia Wolter. Jetzt haben wir die Viviane ganz neu drinne. Das ist, glaube ich, für viele völlig überraschend. Ich nenne mal ein paar Zahlen. Sie ist im Taunus geboren, Bad Soden, hat beim FFC Frankfurt gespielt, zunächst in der zweiten Mannschaft, dann in der ersten Mannschaft, ist später nach Bilbao gegangen, in der zweiten Mannschaft, hat dort in der zweiten Mannschaft gespielt, 33 Spiele, 2 Tore geschossen, ist dann ausgeliehen worden nach Valencia. Dort hat sie sich wohl zu einer echten Stammspielerin emporgearbeitet. Mit 15 Spielen und ist dann wieder zurückgegangen nach Bilbao. Sie ist nicht unbekannt für Torschießen, sie ist bekannt für ihren linken Fuß, sie ist bekannt für ihre Variabilität. Sie kann im Mittelfeld spielen, sie kann in der Innenverteidigung und der Außenverteidigung spielen. Ich habe so das Gefühl, dass der Horst Rubisch und sein Trainerteam sie so als Backup für Sarah Linder gerufen habe. Könnte das vielleicht der Hintergedanke sein? Also nach dem, was ich jetzt nachgelesen habe, weil ehrlich gesagt, ich kannte die Spielerin nicht, aber ist ja Auch nicht. Innenverteidigerin. Also dann ist ja wohl eher jetzt durch die Verletzung von Hegering ein Platz frei geworden und sie ist da Ja. rein. Aber also auch da tue ich mich ein bisschen schwer mit der Nominierung Athletik-Kollegin
Bilbao im Moment Sechster in der spanischen Liga, also kein Top-Team. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt die alles überragende Spielerin bei Bilbao ist. Da hätte man vielleicht schon ein bisschen mehr von ihr gehört oder gelesen. Ich finde es, also ich tue mich ein bisschen schwer und ich finde es auch seltsam in dem Zusammenhang, dass eben Sophia Kleinherne wieder nicht dabei ist. Weiß nicht, was macht sie für einen furchtbar schlechten Eindruck, wenn sie in der Nationalmannschaft dabei ist? Anscheinend, dass sie immer wieder rausfällt, weiß nicht. Also nach dem, was ich in der Bundesliga sehe, wäre sie für mich eine Kandidatin für die Nationalmannschaft. Und genauso Paulina Krumbiegel nicht dabei. Auch das, ist für mich ein Fragezeichen, warum nicht? Und dafür aber Feli Rauch wieder dabei. Die US-Liga hat gerade erst ihre Saison begonnen, 2 Spieltage. Also mit großer Matchpraxis kommt sie ja nicht da rüber geflogen. Und während Rumpi, die Kleinhandel stehen voll in der Saison. Also auch das, ich tue mich schwer mit so ein paar Namen diesmal. Wobei das Okay. Vertrauen des Rubels ist schon groß, aber ich meine, wir sprechen es ja kritisch an, Wir deswegen. sprechen es kritisch an, Ja. sachlich und kritisch, Charlotte. Ja, absolut. Und ich weiß es auch nicht, was da Das, dahinter steckt, oder welche einer hat geschrieben, Animositäten. was hat Sophie Kleinherne verbrochen, dass sie nicht im Kader steht. Ja, Und ich weiß es auch nicht, ja. Also ich weiß nur, dass es halt bei Martina am Anfang war sie gesetzt, dann fiel sie irgendwann raus und dann seitdem hat sie irgendwie keinen Fuß mehr zwischen die Tür gekriegt, richtig, ja. Und auch keine Chance irgendwie. Also weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal gespielt hat, ja. Weiß nicht, ob sie damals in Offenbach gespielt hat, letztes Jahr im letzten Vorbereitungsspiel da, also einem der Vorbereitungsspiele zur WM, wo so ein bisschen die Anführungszeichen B-Mannschaft gespielt hatte gegen ja, Vietnam. aber trotzdem, ich denke mal, es geht auch ein bisschen um Menschlichkeit. Ich habe das mal vor ein paar Wochen schon gesagt. Man kann nicht jemanden bei der Neuübernahme versehentlich, das war ja versehentlich wohl auch, auf Abruf stellen, dann bei der nächsten Kadernominierung wieder einberufen, ihr Hoffnungen machen. Man macht jemanden auch Hoffnung. Und dann kommt ja eine neue Kaderzusammenstellung und dann ist sie wieder quasi raus und nicht berücksichtigt. Also das finde ich schon, also sie ist auf Abruf, aber das ist keine Lösung für ihre Leistung. Sie ist Stammspielerin bei Frankfurt und wenn man das vergleicht mit der Bibiane, ist von der Anzahl der Spiele und Herausforderungen sicherlich in der Bundesliga noch mehr gegeben für Sie, für Ja. Kleinherne. Möchte noch einer was dazu sagen zu der Geschichte? Und mit Sarah Dorsun ist klar, da sind wir uns, glaube ich, einig, mit dem Julia Gwynn unumstritten. Kathi Henrich, gut, manchmal, ja, Zuletzt wieder gut, ja. okay, hat sie aber von Bernhard Hader schön austanzen lassen. Aber es kommt, aber ist halt so. Feli Rauch hat mal gesagt, ist rübergewechselt, hat noch nicht so viel gespielt. Sophie Wolter hat es verdient, glaube ich. Ne? Die macht gute Ja. Spiele bei Frankfurt und ist auch dort zu einer Stammspielerin gewachsen. Mittelfeldangriff. Nicole Anyomi gestern ein schönes Tor geschossen. Herzlichen Glückwunsch, Nicole. Jule Brandt ist stärker geworden in den letzten Wochen, hat Endlich. wieder Auftrieb bekommen. Denke mal, das ist ein Geschenk von Rubesch, dass du wieder dabei bist. Clara Bühl ist bei ihr wieder richtig stark geworden. Sarah Debritz gut, mal Hü, mal Hott. Vivien Endemann macht bei Wolfsburg schon gute Spiele, ist auch torgefährlich. Laura Freigang ist nun wieder dabei und ich hoffe, dass sie auch mal spielen darf, ja, gerade auch gegen Österreich sollte es möglich sein. Melissa Köstler ist für mich eine riesengroße Überraschung. Und kaum aus einer Verletzung raus, sicherlich einige Spiele gespielt. Könnte eine Reaktion sein darauf, dass Alex Popp ausfällt. Sydney Lohmann, sind wir uns einig, verdient. Dina Magul, ja, raus und wieder rein. Rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ich weiß nicht. Sie hat am Wochenende ein Tor geschossen. Ist ja auch im Aufwind. Sönke Nüsken unumstritten und Andreas, ich frage dich gleich, was
ihre Trainerin so gesagt hat. Lena Oberdorf ist auch unumstritten. Lea Schüller ist ein Torgarant geworden und Lisa Sens, okay, spielt im Augenblick auch eine solide Saison. Ja, Sönke Nüsken hat ein Kompliment ihrer Trainerin bekommen. Ich habe es nicht alles durchgelesen, weil mein Englisch dann doch vielleicht ein bisschen zu schlecht ist. Andreas, dann bitte sag mal, was sie so gesagt hat, die Emma Hayes. Also Emma Hayes äußert sich ja ab und zu mal zu ihren Spielerinnen und hat jetzt schon zwei, dreimal sich explizit über Sönke Nüsken geäußert. Jetzt gerade wieder habe ich heute kurz mit heißer Nadel gestrickt vor unserem Talk noch gelesen, dass sie auf der Achterposition bevorzugt, weil sie unglaublich torgefährlich ist und sie sieht, dass die Sönke eben noch viele, also so hat sie es eben gesagt, noch viele Tore in sich hat. Also ja, die sie wohl erzielen wird. Und sie ist ja zwischen der 8 und der 10, hauptsächlich wegen ihrer Torgefahr, die sie auch ausstrahlt. Und sie sei unglaublich gut in der Luft, bei Kopfbällen, in Tacklings, also ja, da Zweikämpfen und so. Ja, überhaupt, wie sie das Spiel liest und auch Lösungen findet, Pässe spielt, ja, Freiräume findet, also Lob über Lob und ja, sie denkt, sie wird wohl im zentralen Mittelfeld dann. Es wird kalt in Pforzheim. Ja, mir ist wieder eingefroren. Spielerin kaum kriegen vor Nee, du musst nochmal von vorne anfangen. Irgendwas haben wir wieder eingefroren. Es wird kalt für also, ja. heute. Ja, ich kann nichts dafür. Sorry. Also heute Also, aktuell. sie ist Kopfball gefährlich. Sie kann die Spiel lesen, Pässe schlagen und so weiter. Gut in Zweikämpfen und genau, gute Pässe, weil sie auch das Spiel gut liest. Und sie sieht sie eben in Zukunft auf der Achterposition. Aber die Jöke ist ja noch so jung, dass sie eben ja, sich noch entwickelt. Und Anfang. Ne, also Anfang der Woche, dann war es Ende letzter Woche, wo ich gelesen habe, wo sie auch gesagt hat, was ihr so toll gefällt an der Schöke sei, die kommt zum Spiel, erledigt ihre Aufgabe, die sie vorher gesagt kriegt, sie schießt Tore oder was auch immer und dann hinterher steigt sie auf ihr Fahrrad und fährt wieder heim. Also ja, ist Und normal. ist verpflichtet worden, jetzt einen Helm Ja, zu genau, und tragen. ist auch ein Helm, weil Emma sie beinahe mal angefahren hätte. Also auch diese Normalität, die sie reinbringt, wird eben gelobt. Und ja, also mehr Lob geht schon fast gar nicht. Ich hoffe, sie wird auch spielen, jetzt in der Nationalmannschaft. Gut, also ich habe es gab ein Video vom Wochenende, da hat sie einen super tollen Pass gespielt, der nachher zur Torvorlage wurde. Und daran konnte man echt erkennen, wie sie den Raum sieht, wie sie den startenden Mitspieler sieht und im rechten Augenblick in die Gasse, in den Raum spielt, also dass auch kein Abseits dann ist. Ja, überzeugt uns, ne, Charlotte? Ja, Zirke, seit Wochen, absolut. ne? Absolut. Ja. Gut. Was haben Zu wir denn noch so? zwei Nominierungen. Also ich habe jetzt den Horst Rubisch ja kritisiert bei einigen Namen. Zu zwei Macht Nominierungen. nichts. Das kann Jetzt er ab. das kann er mit Sicherheit ab. Da bin ich mir sicher, ja. Und er wird es auch locker sehen, ja. Falls er bald auf uns zuschaut. Nee, zu zwei Namen würde ich ihm jetzt gern recht geben, die vielleicht auch ein bisschen so kontrovers diskutiert werden in den sozialen Medien. Zum einen, dass Dina Magul wieder dabei ist. Ja, sie spielt nicht in der Top-Liga und auch nicht bei einem Top-Verein, aber ihre Tore, ihre Assists und diese, ich glaube, zwei oder drei Nominierungen als Spielerin des Spiels kommt ja auch nicht von ungefähr. Also sie hat sich wieder gefangen und da finde ich es einfach schön, dass man ihr jetzt wieder die Chance gibt. Und ein anderer Name tut mir persönlich ein bisschen weh, Linda Dahlmann, aber auch da bin ich bei Horst Rubisch und sage, sie hat eben sehr wenig Einsatzminuten bei Bayern zuletzt bekommen. Und dann ist einfach konsequent zu sagen, ja, ich ziehe eben die Lina Magul vor, die regelmäßig spielt und gut spielt in Italien, vor einer Spielerin, die in Deutschland kaum zum Einsatz kommt. Also in den beiden Fällen bin ich beim Horst Rubisch. Okay, Charlotte, Horst Rubesch, der kann das gut ab. Der hat mich auch schon ein paar Mal kritisiert, ne? Moin, Ja. moin gibt es nicht. Es gibt das Moin.
Und deswegen nehmen wir uns auch raus, so ein bisschen an seiner Aufstellung zu kritisieren. Was siehst du so im Mittelfeldangriff noch als Überraschung beziehungsweise als Bestätigung? Ja, ich denke, dass der Niki vielleicht die Pause in Anführungszeichen gut getan hat. Sie macht jetzt auch wieder bessere Spiele bei uns, macht ihre Tore auch wieder. Vielleicht hat ihr mal diese Auszeit in Anführungszeichen in dem Falle gut getan. Und die Und Vertragsverlängerung sicherlich auch, das auch, war. ja, das ist auch natürlich ein Punkt. Und ja, jetzt muss sie halt auch spielen dürfen oder wie auch immer, ja. Das wird man dann halt sehen am Freitag beziehungsweise am Dienstag nächste übernächste Woche. Am 5. Ja. Ja. Laura Freigang, schön, dass er dabei ist, hat auch einen Goal gemacht. Er hat sich da versteckt, hinter der Gegenspielerin ist nach vorne gesprungen, hat einen Kopfball gemacht. Schlitzohr, würde ich sagen, ein echtes Schlitzohr. Vorher noch Streit mit der Gegenspielerin gehabt. Ja. Und sich dann dahinter versteckt, so quasi, lass mich in Ruhe, ne? Und dann nach vorne und dann rein. Cool. Ist ein Ja, sie hatte Spitze. gestern noch einige Chancen gehabt. Also das war nicht die einzige, sage ich jetzt mal. Ja, gut. Ich mache mal mit ihr Torschusstraining, dann kann sie schon mehr. Gut, sonst noch, Vivien Endemann ist eine Wiederholung, die er schon mal gebracht hat, ist eine Bestätigung. Melissa Kössler aus der Links raus, aus der Verletzung raus, sicherlich hat sie nicht schlecht gespielt, macht Bälle fest, Kopfball stark, sicherlich Zweikampf stark, aber kommt das nicht zu früh? Weiß es nicht. Ich habe jetzt die auch nicht so auf dem Schirm, sage ich jetzt mal, dass ich die so gut beurteilen kann, wie gut oder schlecht. Aber irgendwas werden sie sich bei gedacht haben, dass Also, sie sie ist eine gute nominiert Fuß haben. ja, sie ist eine gute Fußballerin, da braucht man nicht lange drüber nachdenken, aber gerade aus der Verletzung raus, hätte eigentlich ein bisschen mehr Spielzeit gebraucht, um sich nachhaltig zu präsentieren auch. Ne? Ja. Aber es heißt natürlich auch wieder, Rubesch ist da sehr flexibel. Spielerinnen, die mal draußen waren, sofort wieder eine Chance, wenn es wieder besser läuft. Also da ist nie jemand abgeschrieben, auch wenn er mal nicht nominiert wird. Und also das hat auch seine positive Seite. Ne? Ja, wir sagen ja immer, junge Spielerinnen müssen langsam reinkommen oder rangeführt werden. Und deswegen, ja. Wirklich eine talentierte junge Spielerin, die eben im Aufwind war, dann durch die blöde Verletzung zurückgeworfen wurde. Und von daher denke, er wollte damit einfach das Zeichen setzen, du gehörst zum Kader und du warst auch durch die Verletzung nicht abgeschrieben. Ja, Ja, und man dann kann sich. eben halt unprofitiert auch eben, was ich eingangs gesagt habe, von der Verletzung von Alex Popp, ist Ja. vielleicht ein ähnlicher Spielertyp, ne? Also auf jeden Fall eine Spielerin, die es verdient hat, im Kader zu stehen oder im Blickfeld zu sein. Ob das jetzt so kurz nach der Verletzung ein bisschen zu früh kommt oder so, da kann man sich ja drüber reden. Aber an sich eben eine Spielerin für die Zukunft. Und ja, ist gut, dass sie dabei ist. Absolut. Dann ist es ja einfach nur an etwas hinterfragen, Ja. kritisch nachzudenken über diese Kaderzusammenstellung. Ja, Abruf haben wir schon gesagt, Dahlmann groß, Kleinherne Krumbiegel, da muss irgendwas sein, was wir nicht wissen. Mamutovic, okay, sie hat die schlechteste Abwehr quasi vor sich, dass wenn man den Umkehrschluss zieht, er kann einer Torhüterin dankbar sein, weil so viel in Aktion ist, aber wenn du dann so viele Gegentore kriegst, ist auch wieder blöd, dann bist du ja auch dran gemessen. Dann hat sie noch am Wochenende den Elfmeter verschuldet, ob der berechtigt war oder nicht, sei es dahingestellt. Janina Minge, ja, die spielt im Augenblick in einer defensiven Position. Aber auch in einer Mannschaft, die nicht gerade vor bester Form strotzt, ne, kann man sagen, oder?
Ja. Und spielt auch, glaube ich, da nicht unbedingt auf ihrer Position, Nein, auf nein, der spielt auf sie, einer, ja, spielt auf einer defensiven na, das Position. ist, was ihr jetzt, sag ich mal, auch nicht so zu Passe kommt irgendwie, oder mal gucken, wie das wird, wenn sie dann in Wolfsburg ist, wo sie da dann spielt, auf welcher Position, wenn sie Ja. wirklich als Obi-Nachfolgerin verpflichtet wurde oder als mögliche Nachfolgerin. Genau. Wird das Gut. auch wieder ein bisschen anders sein? Dann haben wir es soweit, denke ich mal, in Sachen von in Sachen der Nationalmannschaft. Ich glaube, es gibt viele Diskussionen vor und zurück. Ich finde es gut. Warten wir ab, was da so alles kommt. Ne? Genau. Dann zum Spieltag von gestern. Das wollten wir vorziehen. Das ist analog zum Ablauf. Gestern habt ihr 2-0 gewonnen, habt euch schwer getan. Ich habe ja mit alles ein bisschen getalkt und 0-0 zur Halbzeit, dann 2-0, ein schönes Tor, den Dosenöffner von Anjomi, dieses freche Tor von Laura Freier. Ein Ja. bisschen was vom Spielverlauf. Erzähl mal, wie war es? Ja, es war halt so ein zähes Spiel. Also irgendwie die erste Halbzeit, irgendwie hatte man immer irgendwie Muffe gehabt, dass irgendwann mal ein Konter kommt und mir irgendwie so ein blödes Gegentor kassieren. Also ich war froh, dass wir mit 0-0 dann schlussendlich in die Halbzeit gegangen sind, auch wenn wir die eine oder andere Chance hatten. Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt im Nachgang, weil ich auch erst sehr spät heimgekommen bin heute, mir nicht mehr angucken können, dass da am Anfang in der dritten Minute auch ein Foul war an Jomi, wo man hätte wohl auch einen Elfer pfeifen können. Das weiß ich nicht. Also es wurde jetzt auch irgendwo geschrieben. Dann wäre es vielleicht auch eher ein bisschen deutlicher geworden oder so. Ach, es ist halt Ja, also einfach immer der so. Kommentator, der hat einmal davon, ich habe ja später Ja. angeschaltet, der Kommentator hat also gesagt, die Bremer wären nur auf Verteidigung aus, würden sich hinten verstecken. Kaum, dass sie nach vorne gehen, Entlastungsangriffe zeigen. In der zweiten Halbzeit, nach dem 2:0, da gab es mal eine Torchance, die hätte zum 2:1 führen können. Was er auch moniert hat, das fand ich ganz lustig und auch passend zu unseren Talks. Er fing dann an, ja, man darf sich bei Eintracht Frankfurt darauf einstellen, wer von Beginn an spielt. Es spielt immer die gleiche Elf, also immer von der Formation her. Und er wechselt dann ziemlich spät aus. Wir brauchen jetzt gar nicht gucken, wer da an der Seitenlinie ist. Es kommt sowieso dann erst in der 78. Minute, 87. Minute zur Auswechslung. Und dann hat er etwas ganz Tolles gesagt, was eigentlich vielleicht der Herr Nautis sich auch mal, wo er drüber nachdenken sollte. Es ist frustrierend für die Spielerinnen, wenn sie so spät eingewechselt werden oder gar nicht. Und wenn sie vorher schon wissen, wer überhaupt spielt. Und sie sind berechenbar. Also im Prinzip alles das, was wir auch hier schon hier gesagt haben, hat er quasi wiederholt, ja. Ja. Ja, das war ja so ein nickeliges Spiel irgendwo. Ich meine, die haben schon immer versucht, früh zu stören, die Bremerinnen, und manchmal auch war für mich ein bisschen grenzwertig, wo ich vielleicht auch schon mal eher eine Karte gezogen hätte. Gab auch mal so ein paar Situationen, wo wir auf der Tribüne, aber auch die Spielerinnen nicht verstanden haben, dass es dann einen Freistoß für Bremen gab und nicht für Frankfurt. Aber das sind jetzt so Kleinigkeiten, dass wir haben es halt einfach nicht geschafft, richtig nach vorne durch und unsere richtig zwingenden Torchancen zu erspielen. Irgendwie, dann muss man dazu sagen, hat Peng auch nicht schlecht gehalten. Die hat auch irgendwo die Mannschaft noch im Spiel gehalten. Hat er auch gesagt, ja. Es war halt wieder so ungenau. Also dann hat man der Torhüterin in den Arm gespielt oder so. Also das war so, was ja auch durch die ganze Saison sich schon ein bisschen zieht bei uns, ja. So dieses zwingende, sich Torchancen erspielen. Und
Das war so in der ersten Halbzeit nicht gegeben. Und deshalb so die Angst, dass die dann mal einmal durchgehen, einen Konter laufen und, ne. Darauf haben die wahrscheinlich abgezielt, ne? Ja. Dass sie diesen Schwachpunkt der Chancenverwertung und dass sie das Ja. ausnutzen. Ja. Aber wie gesagt, der Dosenöffner, der Klasse, das war klasse gemacht, ne? Von der Anjomi und der Schuss, der hatte drei. Also man hatte erst im Fernsehen gedacht, der wäre eventuell haltbar gewesen oder haltbar. Nein, der hatte einen richtig schönen Drall, der war für die Torhüterin auch unter den Verhältnissen Flutlicht nicht zu halten. Das war eine Ja. Okay. Gut, sonst, jetzt habt ihr den Pflichtsieg Ja. gemacht, seid ihr wieder dran. Wir müssen jedes Spiel gewinnen. Also, Ja. wenn Gut. wir Platz 3 erreichen wollen, gibt es keine Ausreden mehr. Es ist Pflichtsiege. Jedes Spiel gewinnen muss jetzt auch der Andreas mit seiner Mannschaft gegen Wolfsburg. Ja, müsste jedes Spiel gewinnen. Ist. Ich habe ja gestern gesagt, das nächste Spiel wird das schwerste Spiel. Ihr spielt zwar gegen Duisburg, aber es wird nicht einfach nach diesem tollen Spiel. Nächste Spiel ist für Bayern daheim gegen Frankfurt am Wochenende. Ah, Und ich okay. bin sicher, die Mannschaft, der Trainer werden sich nur auf das Pokalspiel gegen Frankfurt erstmal fokussieren. Und dann Okay. danach kommt der Blick gegen Duisburg. Aber ich gebe den einem recht, eine Mannschaft, die in Nürnberg und in Freiburg 4 Punkte hat liegen lassen in der Vorrunde, die sollte sich gegen keinen Gegner zu sicher sein. Auch da bin ich aber überzeugt davon, dass Alex Strauß genau das auch seiner Mannschaft immer wieder sagen wird. Bei der Ausgangsposition jetzt mit 7 Punkten Vorsprung, 5 Spiele noch zu spielen, davon müssen wir 3 gewinnen. Mädels, Konzentration, voller Fokus auf jedes Spiel. Also ich denke, schleifen lassen werden sie es bestimmt nicht. Nein, schleifen lassen nicht, schleifen Ja, lassen nicht, aber das ist immer mental. so, wenn du selber gespielt hast, weiß man das, Ich dann bist weiß. du so in so einer Hochspannung gegen Wolfsburg, boah, dann heute und dann, wow, 4-0, ja, da fällt irgendwas an dir ab und dann spielst du, ja gut, man spielt vorher gegen Frankfurt, aber ich hatte jetzt auf Duisburg abgezielt, dann spielst du gegen Duisburg und dann fällt dir auf einmal irgendwas total schwer, dann auf einmal, du denkst, warum geht der Ball von den Füßen? Verstehe ich überhaupt nicht. Weißt du, so geht das nachher los und dann fängt das Zweifeln an und Duisburg stellt sich hinten rein und ja, mauert sich das Spiel dann durch. Ne? Das wäre natürlich dann scheiße. Ne? Ja. Klar, aber da wird eben dieser psychologische Effekt, den du auch meinst, der wird jetzt eben stark vom kommenden Wochenende, von dem Pokalspiel beeinflusst. Sollte man gegen Frankfurt das Pokalspiel gewinnen, dann ist Bayern auf einer Euphoriewelle und dann geht da nichts mehr schief. Jetzt eine Niederlage gegen Frankfurt, egal wie sie dann ausfällt, dann ist der Druck schon da. Jetzt müssen wir unbedingt Meister werden. Und dann, da bin ich bei dir, Klaus, dann brauchst du bloß zur Halbzeit gegen Duisburg noch 0-0 stehen. Ja, ganz klar. Dann fangen dieses große Flattern an. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass das Pokalspiel vorher noch kommt, kann man es. Erzähl mal bitte was vom Spiel. Das erste Tor war klasse herausgespielt. Schöner Konter, schöner Pass in den freien Raum. Daniele Haarder auf die Torhüterin zu und dann ja, und dann mit Kathi Henrich kommt von der Seite, Katz wird und Maus ausgestanden. gespielt. Ja, Es klasse. war natürlich ein super Spielzug. Also wenn man sagt, also zur Halbzeit hatte ich so ein bisschen Erinnerung an das Spiel in der Vorrunde gegen Frankfurt. Zwei Top-Mannschaften, die sich ein bisschen gegenseitig rausnehmen. Und 0-0, ne? So richtig. Es war wirklich ein sehr gutes Spiel, aber beide hatten eine richtige Torchance. Aber dieser Konter zum 1-0 war natürlich traumhaft. Kann ich nicht besser spielen. Clara Bühl super gemacht und Harder, ja. Also, ja, sieht man ihre Qualität. Beim 1-0 fantastisch. Und auch der Pass zum 3-0 kam ja von Pernille Harder. Wie die diesen Steckpass zu Lea Schüller gespielt hat, das sind eben tatsächlich so die Momente, für die hat man eben eine Spielerin wie Harder verpflichtet. Und ja, unterm Strich, also
Ich hoffe mal, dass es nicht bloß die Vereinsbrille ist, die mich sagen lässt, unterm Strich war es verdient. 4-0 sicherlich, eins wenigstens 4-0 zu. mag ein bisschen zu hoch gewesen sein, weil das letzte Tor auch abgefälscht war. Aber das Ja, kann. aber auf der anderen Seite hat der Gegner es auch zugelassen. Also in dem Falle, ja, also und wenn du die Chancen hast, machst du deine Tore einfach, ja. Also wäre es ja doof, wenn du es nicht machen würdest. Und wie gesagt, das hat dann, also ich hatte das Gefühl, nach dem 2-0 ist Wolfsburg so ein bisschen, ja, auseinandergebrochen, ist jetzt ein bisschen zu hart gesagt, aber irgendwie war dann bei denen die Luft draußen, ja. Wäre da noch das 2-1 gefallen in der einen Situation nochmal anders, aber irgendwo waren die im Kopf irgendwie was Das aus, war ja irgendwie. sehr War ja gut. auch Zur Halbzeit, ich weiß gar nicht, wer von Wolfsburger Seite das gesagt hat, als es zur Halbzeit 0-0 stand, wussten sie ja, wir müssen jetzt mehr riskieren, wir müssen was machen, weil das Unentschieden uns nicht genügt. Und dann hat man vielleicht eben in dieser einen Umschaltsituation, da in der 48. Minute, was war, zu viel aufgemacht hinten, keine Ahnung. Ja, und der Eckball auch da, nochmal kritisch angemerkt, ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass Merle Froms sowas passiert, dass sie bei so einem hohen Ball eine Unsicherheit zeigt. Weil, also für mich war es einfach ein Torwartfehler. Passiert, klar. Und irritiert, auch weil Jovi noch hochspringt und alles. Aber ja, trotzdem, eigentlich ein Ball, wo die Torhüterin haben muss. Und wenn sie nicht wegfangen kann, dann muss sie dann rausfausten. ja. Aber es gibt so Spiele, da kommt halt alles zusammen. Und bei Bayern ist dann tatsächlich eben in der zweiten Halbzeit alles gelaufen. Also alle Medien sagen ganz klipp und klar, verdienter Sieg, gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Vielleicht ein Tor zu hoch. Und was Charlotte sagt, wenn du das zulässt, wenn du das Spielglück hast. Ich erinnere mich noch an das 6-0 Wolfsburg gegen Bayern. Da sind auch Bälle abgefälscht worden. Da hat auch keiner mehr nachher gefragt. Verdient in der Höhe oder nicht. Es ist ein 4-0. Sie haben deutlich gezeigt, dass sie Meister werden wollen. Sie werden es jetzt wohl auch und damit auch verdient. Oder, Charlotte? Ja, absolut, Ja, absolut. muss man ganz Also für, klar ja, sagen. die haben das, ja, mit dem einen Fehler, mit dem einen Tor, mit dem 1-0. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, da geht irgendwas in der Mannschaft vor, dass sie, ja, Ja, wie gesagt, das geht dann klar. Mental gehst du auseinanderbrechen dann. ist zu hart formuliert, aber Man lässt den Kopf einfach hängen. Ne? Man lässt den Kopf hängen und sagt, ah, ne? und Ist verständlich. ne? Gut, klasse. Also, einmal. Kleinigkeiten, die bei Wolfsburg nicht passen. Und diese vielen Kleinigkeiten haben sich jetzt halt zu einem Großen dann mal zusammengefügt. Und wenn ich dann nach dem Spiel auch das Interview mit Tommy Stroth höre, wo er sagt, ich glaube nicht, dass wir 7 Punkte noch aufholen können. Das kann er denken, aber das darf er so nicht sagen. Er muss sagen, wir werden alles tun, um Bayern unter Druck zu setzen. Wir gewinnen unsere letzten 5 Spiele, das ist unser Ziel. Und dann wollen wir mal sehen. Und wenn Bayern sich einen Ausrutscher erlaubt, dann sind wir da. Ne? Bei den Männern liegt Ja. Bayern 10 Punkte dahinter und die blasen zum Angriff gegen Leverkusen, wo ja gar keine Chance mehr besteht. Und Ja. Roth sagt, das wollen wir wohl nicht mehr aufholen können. Ja, Was soll denn so die sein? Aussage habe ich eigentlich auch nicht ganz verstanden. Also da muss ich schon sagen, das hätte ich auch öffentlich nicht so gesagt, weil da wirst du ganz schnell in der Luft zerrissen. Ne? Und der Vorstand hört sowas auch sehr ungern. Ne? Weil damit gibst du wieder der Mannschaft ein Alibi. Für die Ja. nächste Niederlage, für das nächste Unentschieden. Ne? Also, gefährlich. Ja, Okay. und das ist dann, wo man vielleicht dann auch denkt, dass er vielleicht gut, was Hegering angeht, wusste man noch nicht, was da passiert ist. Man hatte Vermutungen gehabt, aber dass vielleicht doch Poppy irgendwie da mehr dahinter steckt, als wir jetzt alle wissen oder öffentlich kundgetan ist, ja. Es hieß ja auch irgendwas, also nichts Schlimmes im Knie, Ja. aber irgendwas scheint es ja doch mehr zu sein. Das sind so Sachen, die da vielleicht auch reinspielen und dann aus der momentanen Emotion raus, man dann sowas raushaut. Natürlich sollte das ein Trainer abgeklärt genug sein, das nicht zu tun. Aber da weiß man halt auch nicht, was in dem vorgeht, irgendwie in dem Moment. Eine letzte Frage an euch beide. Wachablösung, ist das das richtige Wort, was da gewählt worden ist in den Medien?
Also das Einzige, was ich ein bisschen unglücklich im Vorfeld des Spieles fand, die Äußerung vom Vorsitzenden von Bayern München, das so ein bisschen herablassend, sage ich jetzt mal, Kadi Hendrich hat es ja auch ein bisschen kritisiert, dass man das so sagt als Vorsitzender eines Vereins. Weiß ich auch nicht, ob man das machen muss. Aber wenn man jetzt die Einkaufsstrategie von München anguckt und was sich da tut und was man da macht und sich aufstellt, glaube ich schon, dass die Dekade sich dem Ende zuneigt in Wolfsburg. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt die letzten 30 Jahre der Bundesliga durchguckt, hatten wir schon mal so zwei Vereine, die relativ im Gleichtakt gingen, Frankfurt und Potsdam. Und das hat sich dann auch so zur Neige. Also ich glaube, irgendwann ist mal die Luft raus einfach. Insofern kann das schon eine Wachablösung sein oder eine Veränderung Eine Veränderung der Verhältnisse. der Verhältnisse. Aber Wachablösung ist sicherlich ein bisschen zu hart ausgedrückt oder das Wort ist ein bisschen hart formuliert. Also mir gefällt das Wort auch gar nicht und ich bin voll und ganz bei dir, Charlotte. Die Äußerungen von Heiner vorm Spiel waren auch nicht unbedingt nötig. Man hat ja auch gesehen, wie angefixt die Wolfsburgerinnen darauf reagiert haben. Also das hat denen nicht gut gefallen, muss man vorher. Ja. Ja, ich finde halt auch klar, wenn Bayern jetzt wieder Meister werden sollte, dann sind es zweimal hintereinander, okay, aber man muss auch immer das im gesamten Kontext sehen. Wolfsburg ist 9 oder 10 Mal hintereinander Pokalsieger geworden. Nehmen wir die Champions League. Also Bayern hat sich dieses Jahr auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also deswegen so verbal so aufzutreten, fand ich auch nicht schön. Dann eine allerletzte Frage. Zuschauerzahlen, also 24.000 beim Topspiel Wolfsburg gegen Bayern, sage ich jetzt mal gut, ja, aber naja, also nichts, wo man jetzt groß abfeiern muss. Es ist okay, aber das sollte ja ein Mindeststandard sein. Ich halte gleich mal wieder dagegen, am selben Tag, 2 Stunden vorher, um die Mittagszeit, Manchester Derby, Man City gegen Man United, über 40.000. Laufen wir Gefahr, spanische Verhältnisse zu bekommen? Du meinst nur eine Mannschaft oben und dann kommt lange nichts oder so wie Ja, so Barcelona und dann ungefähr, kommt ne? lange nichts? Glaube glaub Also ich glaube, da ich. ist die Bundesliga doch noch zu ausgeglichen. Also insgesamt, also ich glaube nicht, dass wir da einen einsamen Spitzenreiter haben und dann kommt lange nichts. Also ich glaube schon, dass nach wie vor auf Platz, zumindest auf Platz, ja, 1 und 2, auch das wird, muss man gucken. Also ein Selbstläufer wird es für Bayern sicherlich nicht werden nächste Saison. Da wird auch, wenn mit Dreifachbelastung und, wird das auch nicht einfach werden. Und ich glaube, wir sind im Mittelfeld auch, oder sagen wir mal, von Platz 2 bis 5, 6 sehr ausgeglichen, was da an Mannschaften ist. Ob das Hoffenheim ist, ob das jetzt, nehmen wir jetzt mal Wolfsburg mit rein, ob das Frankfurt ist. Auch Leverkusen. Leverkusen hätte mehr machen müssen aus seinem Kader. Also ich glaube schon, dass wir da viel ausgeglichener sind wie Spanien. Ich Da gibt es, frage glaube ich, immer einfach. Ansätze in Spanien, also mit Real Madrid oder so, aber irgendwie kriegen sie es immer nicht gebacken, ja. Dass dann doch am Ende des Tages wieder nur Barcelona. Barcelona übrig bleibt irgendwie, ja. Nein, ich frage nur, weil das mal ein Zuschauer von uns kommentiert hat. Also ich bin auch der Überzeugung, dass wir viel ausgeglichener sind, dass wir auch mehr Spielstärke dazu gewinnen werden in naher Zukunft. Es werden Vereine nach oben kommen, wie Dortmund, Schalke, Kaiserslautern, HSV irgendwann mal, Union Berlin kommt nach oben, Potsdam wird es wieder schaffen. Also wir sind besser, mit Sicherheit ausgeglichen und besser aufgestellt als die spanische Liga. Ja, ich glaube, auch wenn Leipzig in der Liga bleibt, was ich eigentlich fast vermute, dann werden die auch in der nächsten Saison auch sich nochmal anders aufstellen, ja. Die wollen es langsam machen, was auch sicherlich richtig ist, ja, und nicht sich gleich einen Kader zusammenkaufen oder wie auch immer.
Die machen das, glaube ich, schon ganz gut so und werden sich da nach und nach ja, sich weiter verstärken und dann wird das auch jemand sein, der mittelfristig auch weiter oben anklopft, ja, und nicht weiter unten oder im unteren Drittel sich befinden wird. Also ich glaube, die Liga wird eher spannender. Ja, gehe ich auch Ob von das aus. dann insgesamt dann für vielleicht international dazu führt, dass wir dann wieder größere Rolle spielen in der Champions League mit zwei oder drei Vereinen, also dann auch über eine Vorrunde hinauszukommen und so weiter, das wird man sehen, das muss man einfach abwarten. Okay, dann abschließend noch, Andreas. Die spanischen Verhältnisse sehe ich bei uns auch nicht, weil ich meine, in Spanien ist ja so, da ist ja nur die Frage, gewinnt Barcelona jetzt wieder 5, 6, 7-0 oder haben sie mal einen schwachen Tag und gewinnen bloß 2, 3, 1 oder so. Aber das ist ja eine Mannschaft thront weit über allem. Das ist bei uns nicht. Also Ja. wenn, dann würde ich eher gelten lassen französische Verhältnisse, wo eben mit Lyon und Paris über, ja, über ein Jahrzehnt oder wie lang zwei Mannschaften dominieren und darunter eben Paris, FC, Bordeaux immer mal wieder rankommen, aber nicht an die beiden Top-Vereine. Also eher, ich sehe uns eher mit den französischen als mit den spanischen Verhältnissen und ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird. Also im Moment sage ich keine Anzeichen. Zum Glück Okay, nicht. ich wollte es Ja. einmal aufgreifen, weil das ein Kommentar war, der mir sehr gut gefallen hat, wo ich auch darauf geantwortet habe. Ich übrigens ein Zuschauer, der immer sachlich aber auch argumentiert und auch dagegen hält oder vielleicht auch Lob ausspricht. Und deswegen habe ich darauf geantwortet und habe diese Frage aufgegriffen oder diesen Kommentar. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt nichts mehr haben, wir haben alles ausgesprochen, wir haben uns nochmal extra getroffen, liebe Zuschauer, einfach um euch nochmal ja, eine Sonderausgabe zu präsentieren. Wir sind flexibel, und sind für den Frauenfußball stets bereit und mit Leidenschaft und Herz. Vielen herzlichen Dank, ihr zwei. Gerne. Ja, gerne. In dem Sinne, frohe Ostertage und auf zwei gute Spiele in der Pokal-Halbfinale am Wochenende. Okay, ja, das wünsche ich dann auch unseren Zuschauern. Schöne Ostertage. Ich bin unterwegs in Frankfurt bei dem Cup. Ich kann mich ja dann entsprechend leiten lassen. Da bin ich Ja. wieder. Ich werde den Holger Okay. Eichmann werde ich treffen. Und es Du sind kannst viele am Spiele. Sonntag auch Zweitligaspiel. Unsere zweite spielt am Sonntag auch 14 Uhr am Ah, Fentanobad. guter Hinweis. Zweitligaspiel. Okay, gut. Dann muss ich nur Hotel verlängern. Aber das kriege ich dann auch schon hin. Gut, Dankeschön. Ja. Nochmal. Und wieder ist es geschafft. Eine weitere Folge von Aus dem FF, dem Podcast über Frauen im Fußball. Wir hoffen, dass euch unsere Gespräche, Analysen und Meinungen gefallen haben und dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder ein Feedback habt, schreibt bitte in die Kommentare. Wir freuen uns über eure Unterstützung und über euer Interesse. Bis zum nächsten Mal, euer aus dem FF-Team.